Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen so richtig leckere Ofen-Berliner. Die Ofen-Berliner passen natürlich zur Faschingszeit, aber genauso passen die auch zur Valentinstagzeit. Aber ich habe mir geschworen, ich mache kein extra Video für Valentinstag, denn bisher waren die Videos an Valentinstag irgendwie immer ein Flop, das hat euch nicht so interessiert. Und deswegen habe ich gedacht, kombiniere ich jetzt einfach ein Rezept, was zu beidem passt. Und wir machen das Ganze jetzt ganz, ich wollte es ganz einfach halten, ohne irgendeine Form und zeige euch, wie man die zu richtig schönen Ofen-Berlinern formt. Man kann das Rezept aber auch einfach durch 12 teilen und auch einfach in einer Muffinform zubereiten. Da braucht man natürlich gar keine Angst zu haben, dass es aufgeht, aber ich verrate euch heute alle Tipps und Tricks, wo ihr euch keine Sorgen machen müsst. Für unseren Hefeteig benötigen wir einmal 150 Gramm Milch, einen halben Würfel Hefe. Außerdem benötigen wir noch 70 Gramm Zucker, ein Ei der Größe M, eine Prise Salz. Dann benötigen wir noch 40 Gramm weiche Butter und in etwa 360 Gramm Mehl Typ 405. Das kann man natürlich auch Hälfte-Hälfte mit Dinkel Typ 630 austauschen. Und wie bei allen Hefeteigen kommt jetzt zuallererst die Milch, unser Hefewürfel und Zucker in den Mixtopf für 4 Minuten 37 Grad Stufe 2. Und jetzt geben wir wie immer zuerst das Mehl und dann die restlichen Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze für mindestens 5 Minuten auf der Teigknetstufe kneten. Und ganz wichtig bei dem Teig ist, dass da nicht zu viel Mehl drin landet, denn sonst ist der Hefeteig nicht schön fluffig. Das bedeutet, nach 5 Minuten gucken wir von oben rein und geben maximal einen Esslöffel Mehl noch hinzu. Dann sollte sich der Teig auf jeden Fall vom Rand lösen. Und selbst wenn er dann noch so ein bisschen klebrig erscheint, wenn ihr mit dem Finger drauf geht, seht ihr dann, dass er gar nicht mehr so stark klebt. Und den Rest erledigen wir einfach auf der Teigmatte. Und jetzt nehmen wir uns die Teigmatte zur Hand, geben da ganz dünn Mehl drauf und formen den Teig zu einer richtig schönen Kugel und lassen den dann abgedeckt in einer Schüssel. Das mache ich jetzt in meiner kleinen Nixe also einfach so lange aufgeben, bis er sich verdoppelt hat. Also ich habe jetzt kein zusätzliches Mehl draufgegeben und wenn ich den Teig so anpacke, dann klebt er hier auch gar nicht an meinen Händen. Hier oben so ein bisschen. Aber ich habe den Rest einfach aus dem Mixtopf rausgelöst und alle TM5 und TM6 Besitzer, den kann ich nur empfehlen, hier dieses, da wo man auch die Teigknetstufe findet, da gibt es ein Vorspülprogramm, einfach Wasser mit Spüli reingeben und dann lasse ich hier einfach die Vorspülfunktion laufen. Die macht den Thermomix wieder super sauber. Ich habe ja gesagt, wir machen heute die einfache runde Variante, die wir selber formen. Wer jetzt lieber die Muffinform verwendet, der wiegt den Teig jetzt ab und teilt dann den Teig durch 12 und formt den dann so. Aber weil wir es ja jetzt ohne Form machen, finde ich 80 Gramm schwere Brötchen perfekt von der Größe. Das heißt, wir teilen den Teig jetzt erstmal in 80 Gramm Stücke und dann geht's weiter. Und was jetzt ganz, ganz, ganz wichtig ist, nicht zu viel Mehl verwenden. Also wischt es lieber ein bisschen weg. Es ist jetzt von Vorteil, wenn der Teig sogar noch ein ganz kleines bisschen klebrig ist. Und am besten lässt ihr auch die bemehlte Seite dann in der Handfläche so liegen. Ich mache den einfach mit den Händen schön rund und lege ihn mir dann in die Handkuhle rein und lasse den klebrigen Teil in der Mitte und gebe dann jeweils einen Teelöffel Marmelade oder egal welche Füllung ihr gerne hättet. Mein Tipp ist auf jeden Fall Erdbeermarmelade, mit der schmeckt es am besten. Und ein Teelöffel ist perfekt, wer 1,5 oder 2 macht, das geht sogar auch noch, aber das läuft dann am Ende aus.
Also, wir haben alles getestet. Ein Teelöffel mit einem Teelöffel geht ja auf Nummer sicher. Und dann direkt mit den Fingern verschließen und nochmal ganz vorsichtig rundformen und direkt aufs Backblech geben. Und dann verteile ich die einfach auf den James und auf den Zauberstein. Ihr könnt natürlich auch ein ganz normales, herkömmliches Backblech benutzen, wenn ihr diese Stoneware-Produkte nicht habt. Und lassen das Ganze mit dem Handtuch abgedeckt für ungefähr 15 bis 20 Minuten nochmal ruhen. Dann gehen die nochmal auf. Die ersten schiebe ich einfach in den kalten Backofen und die anderen gehen dann nochmal ein bisschen mehr auf und die brauchen dann so ungefähr 3, 4 Minuten kürzer. Wenn die aus dem Backofen rauskommen, nach so 20 Minuten, die sollten auf jeden Fall goldbraun sein, nicht zu dunkel, dann nehmen wir jetzt noch die Butter. Da nehme ich jetzt 30 Gramm Butter, die habe ich jetzt schon mal in der Mikrowelle erhitzt und die streichen wir jetzt einfach nur oben drüber und geben dann nochmal eine gute Portion Puderzucker drüber. Man kann natürlich an der Stelle auch eine Schokoglasur oder eine Zuckerglasur machen, aber ich finde die mit Puderzucker wirklich am einfachsten. Mein Tipp an euch ist, dass ihr so Glitzerschnee, also ich verwende immer am liebsten Glitzerschnee, das ist quasi eine gute Variante zu Puderzucker. Puderzucker wird ja auch bei, wenn irgendwas feucht ist, weicht es dann auf. Der Glitzerschnee, der bleibt erhalten. Und da gibt es von Decotino total viele verschiedene Farben. Also ich habe jetzt hier rosa, das gibt es aber auch in Silber und in anderen Farben. Und so könnt ihr die dann auch noch einen Hauch Glitzer auf die kleinen Ofen-Berliner geben. Also uns schmecken die Ofen-Berliner so am besten und ich finde sogar, also bei Donuts, da hat man eher noch den Hang zum Frittierten, aber ich finde bei den Ofen-Berlinern, da macht es echt nichts aus, dass die nicht frittiert sind. Die schmecken wirklich super lecker. Ein Tipp für euch, falls ihr jetzt auch nicht alle aufesst, wobei man isst schon ziemlich viele, weil die so lecker sind, dann einfach den Rest einfrieren und wenn ihr es auftauen lasst, also für 1, 2 Stunden auftauen lassen und dann am besten nochmal ganz kurz auf den Toaster geben, dann schmecken die so ziemlich nah an frisch und selbstgemacht. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich verlinke euch das wie immer unten in der Infobox. Alle Artikel, die ich benutzt habe, sind in meinem Shop quasi. Der ist auch unten drunter verlinkt. Da könnt ihr gerne durchstöbern und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!